Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Item in einer Vitrine ausstellen kann mit einem Redstone-Mechanismus dahinter. Bestimmt werden jetzt einige von euch sagen, äh, okay, so ein langes Video. Ich meine, ich kann ja eigentlich das Item einfach hier hinlegen. So, La Redstone, Juhu. Wunderbar. Video beendet, wunderbar, wir sind fertig. So funktioniert's. Äh, ja. Nein. Tut Es nicht, denn nach fünf Minuten wird das Item verschwinden. Das haben so Items an sich. Wenn ihr mir nicht glaubt, legt ein Item auf den Boden, wartet fünf Minuten ab und es wird verschwinden, wie von Geisterhand. Das ist nämlich so eine Sache. Item despawning ist in Minecraft immer da. Wenn Items nicht benutzt werden oder herumfliegen, herumliegen, verschwinden sie nach fünf Minuten. Um das Problem nur zu lösen, müssen wir eine Redstone-Schaltung bauen und einen Mechanismus bauen. Der Mechanismus ist sehr einfach, die Schaltung ist ein bisschen schwieriger und deshalb möchte ich euch das heute zeigen aber ihr könnt sie ja eins zu eins aus dem Video nachbauen. So. Also, zunächst setzen wir uns einen Block hin. Dann setzen wir einen Redstone Repeater als quasi Eingangssignal diesen Block hin. Das heißt, damit können wir später hier mit einem Schalter steuern, ob das Item ausgestellt wird oder es nicht ausgestellt wird. Dann setzen wir hier eine Redstone Fackel dran, hier eine Redstone Fackel dran, hier einen Dropper. Der muss genau so Ausgucken, äh, sondern da hingucken. In den Dropper legen wir den Dropper wieder rein. So, dann sieht das Ganze so aus. Achtung, wenn wir jetzt einen Block an den Dropper bauen, spuckt er das Item in sich aus. Also nicht böse sein, aber wieder zurück reintun. Das liegt daran, weil er hier diese Fackel an ist. Ein zweites Mal tut er das nicht. So. Dann bauen wir jetzt einen Trichter an den Dropper, so dass der Trichter in den Dropper reinguckt. Wenn ihr sagt, so, hey, das geht nicht, ich mache einen Rechtsklick hier drauf und es öffnet sich das, dann müsst ihr die heilige Taste Shift drücken, mit der ihr in diese Beuge geht und dann mit einem Rechtsklick das dran bauen könnt. So, dann setzen wir einen Block hier hin, setzen einen Komparator hier hin, einen Block hier hin. Ein Redstone-Block hier und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Als nächstes nehmen wir uns einen Kolben, einen normalen Kolben, setzen den so, einen weiteren Kolben so gesetzt und zu guter Letzt einen Redstone-Block erstmal hier hingesetzt. Ach ja, und kein Rechtsklick darauf machen. Gut. Wenn wir das geschafft haben, dann machen wir folgendes. Wir setzen hier einen Block hin und wir setzen hier einen Komparator hin. Dann muss das Ganze von oben so aussehen. Ansonsten an dieser Stelle Video anhalten und eins zu eins nachbauen. Wenn ihr es dann geschafft habt, müssen wir folgendes machen. Wir setzen einen Block, den wir gleich wieder weg machen, hier hin. An den Block ein Trichter, machen den Block weg und setzen nun an den Trichter wieder mit Shift einen weiteren Trichter dran, so dass sich diese beiden Trichter gegenseitig angucken. Dann als nächstes einen Redstone-Komparator da reinguckend und dann einmal umgedreht einen Redstone-Komparator so. Dann einen Block So. Wieder einen Block hier hinsetzen, da einen Trichter dran setzen, den Block wegmachen und wieder einen Trichter in Trichter schauend. Jetzt ist diese Apparatur fertig und von oben sieht die Apparatur so aus. Wie gesagt... Wenn ihr jetzt euch nicht sicher seid, haltet das Video an, baut sie eins zu eins nach. Wenn sie nachher nicht funktioniert, könnte es sein, also kontrolliert auf jeden Fall, dass das hier richtig ist, denn wenn sie nicht funktioniert, könnte es sein, dass ihr hier vielleicht einen kleinen Fehler gemacht habt. Also hier, die Trichter müssen sich angucken und auch hier, die Trichter müssen sich angucken. Hier, der Trichter muss in den Dropper gehen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte sich in diesem Dropper natürlich ein Item befinden, ist klar. Dann packen wir ein weiteres Item hier unten rein an dieser Stelle, wodurch diese Apparatur anfangen sollte zu blinken und dieser Kolben sich automatisch immer wieder ein- und ausfahren tut. So, das macht er jetzt so lange, bis wir nun in diese Trichter etwas reintun. Und dort tun wir nun irgendein Item rein, welches wir 64 mal in die Hand nehmen können. Und das tun wir genau dort rein, wo der Redstone-Block ist. Das heißt, wir sehen, da ist der Redstone-Block, also tun wir hier dieses Item 64 mal rein. Wenn ihr das richtig gemacht habt, sollte nun dieser Kolben aufhören zu arbeiten. So, das Item tue ich jetzt dort allerdings mal 16 mal rein, weil wir wollen prüfen, ob unsere Apparatur funktioniert. Denn, wir können sie nun einschalten, indem wir mal ganz kurz den Schalter anmachen und wieder ausmachen. So, und jetzt ist diese Apparatur eingeschaltet. Und wenn wir mal von oben auf die Apparatur drauf gucken, sehen wir auch gleich, was die Apparatur macht. Warten mal einen Moment, wir warten einfach ein bisschen und gucken, was passiert. Mhm. Und wir sehen, die Apparatur scheint irgendwie zu arbeiten und die ganze Zeit passiert da etwas. So, was da passiert ist jetzt, diese Apparatur ist ein Timer, der uns immer und immer wieder ein Blinksignal an dieser Stelle ausgibt. Das heißt, ihr seht, immer mal wieder nach einer Zeit gibt es an dieser Stelle ein Blinksignal. So, und dabei ist in dieser Mitte Folgendes los. Hier wandern Items von den einen Trichter in den anderen Trichter und wieder zurück. Und erst wenn alle einmal hin und her gewandert sind, gibt es ein. Blinksignal. Mit anderen Worten, ihr seht, das Blinksignal gibt es in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Blinksignal. Und jetzt wandern die Items von dem rechten Trichter in den linken Trichter. 16 Stück und dann wandern sie wieder zurück. So, und sobald wir diesen Schalter einschalten, ist das ein Break-Mechanismus, mit dem wir diese Maschinerie abschalten. So, ab jetzt gibt es klein, kein. Klein. Kein Blinksignal. Dann seht ihr, diese Maschine hat nun angehalten. Die Items wandern alle wieder zurück in diesen Trichter, bleiben hier stehen, bis ich den Schalter wieder umlege und dann starte diese Maschine. So, das solltet ihr auf jeden Fall so gebaut haben. Und jetzt machen wir folgendes, wir packen natürlich nicht hier 16 Items rein, nein, wir packen hier maximale Items rein. Warum? Wir müssen möglichst viele Items hier drin haben. Damit das Ganze funktioniert, so denn jetzt sind wirklich sehr, sehr viele Items drin. Wenn ich jetzt den Schalter umlege, gibt es ein Blinksignal und bis zum nächsten Blinksignal kann es ein Weilchen dauern, weil erstmal alle Items in den einen Trichter wandern müssen und auch wieder zurückwandern müssen. So gut, wir wollen aber jetzt für die Apparatur, die wir benötigen, wir wollen eine Vitrine bauen, nicht ein Blinksignal haben, sondern genau andersherum. Es soll einmal diese Leitung quasi ausgehen. Das heißt, nur dann, wenn diese Leitung quasi ausgeht, haben wir alles richtig gemacht. So, und genau das ähm, ist quasi die äh, Sache, die wir für das Ganze brauchen. Das heißt, das ist jetzt eine fertige Maschinerie, und jetzt können wir den einfacheren Teil bauen, und zwar das Item ausstellen. Das Item ausstellen ist nämlich ganz einfach. Wir setzen einen Dropper hin, und an den Dropper nochmal einen weiteren Dropper, der guckt so, setzen dann hier einen Trichter hin und dann sieht das Ganze so aus. Also nochmal, wir setzen einen Dropper, der nach oben guckt. Auf den Dropper setzen wir einen weiteren Dropper, der zur Seite guckt und in die Richtung, in die dieser Dropper guckt, setzen wir einen Trichter hier hin. So, als nächstes, damit wir das Ganze ein bisschen schön machen können, könnt ihr euch für irgendeine Wollteppichfarbe entscheiden. Ich nehme jetzt mal lila und packe die mal hier hin. Und zu guter Letzt müssen wir jetzt an der Stelle hier einen Glaskasten bauen, den wir jetzt so darum bauen. Das Ganze könnte noch irgendwie nett verzieren, obwohl verziert ist erstmal hier noch nicht. So und der Glaskasten muss auch oben zu sein. Was wir nun erschaffen haben, ist ein Mechanismus, der wie folgt funktioniert: Wir haben jetzt hier ein Eingangssignal und wir haben sogar hier noch ein Ausgangssignal. Wozu das werde ich gleich erklären. So und was wir jetzt haben, ist folgendes: Wir setzen hier unten in den unteren Trichter das Item rein, was wir ausstellen möchten. Zum Beispiel Reds. Und jedes Mal, wenn nun Strom in diese Apparatur reinfließt, seht ihr, wird das Item einmal hingeworfen und ist ausgestellt. So lange, bis der Strom ausgeht. Dann wandert das Item wieder zurück nach hier unten rein. So, wie funktioniert es? Wenn ich jetzt zwei Dropper nebeneinander habe und ich, äh, und ich gebe Strom durch sie durch, und ihr solltet wissen, Strom kann durch einen Dropper hindurchfließen. Das heißt, ihr seht, der Strom geht hier durch den Dropper durch. Und genau das Gleiche solltet ihr auch wissen durch einen Block. Das heißt, wenn jetzt Strom durch einen Block geht, was ja auch möglich ist, ihr seht, hier geht der Strom durch einen Block durch, kann der Strom, der durch einen Block durchgeht, einen Dropper bepowern. Das heißt, ihr seht, dieser Dropper kann bepowert werden durch einen Block hindurch. Das bedeutet aber auch andersherum, dass dieser Dropper hier vorne durch einen weiteren Dropper bepowert werden kann. So, die coole Sache dabei ist, wenn jetzt hier Strom reinläuft, wird zuerst dieser Dropper bepowert. Würde ein Item jetzt nach dahin bewegen, dann wird dieser Dropper bepowert und spuckt das Item aus. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe das Item jetzt rechts in den Dropper reingepackt und ihr seht, es funktioniert. Die Droppers powern sich hintereinander. Dadurch wandert das Item von hier nach hier und dann weiter. Genau das Gleiche passiert auch hier. Als erstes aktiviert sich der untere Dropper, spuckt das Item nach oben und der obere spuckt es aus. Warum bleibt es dann aber hier liegen? Ganz einfach, weil hier Strom an ist. Und wenn Strom an einen äh, Trichter dran ist, wird dieser Trichter gesperrt. Das heißt, wir sehen, wir haben hier eine Trichterstraße und äh, oder wir haben einen normalen Trichter. Und wir sehen, ich kann ein Item reinwerfen. Das ist jetzt im Trichter drin. Wenn allerdings Strom auf dem Trichter ist, kann ich das Item nicht mehr reinwerfen. So, und ihr seht, das Item versenkt sich jetzt in dieser Mulde des Trichters. Und deshalb setze ich immer gerne einen Teppich da drauf, damit das Item auch schön brav da drüben liegen bleibt. So, und ihr seht, Item da, also der Strom ausgeht, geht es wieder herein in den Trichter. Und genau den Spaß haben wir jetzt an der Stelle hier. So, und wir sehen, das Item wird ausgespuckt, bleibt dort liegen und geht wieder zurück, wenn der Strom aus ist. So, ich habe ja gesagt, hier gibt es ein Output, ganz einfach, es kann ja sein, dass ihr mehrere Sachen ausstellen möchtet, dann könnt ihr einfach genau die gleiche Apparatur daneben bauen. Die Besonderheit ist, was ich sehr, sehr empfehlen würde immer, ist, die ganze Sachen, falls möglich, mit Barrier-Blöcken zu bauen. Ihr gebt im Chat einen Give euren Spielernamen Barriere, dann erhaltet ihr diese Spezialblöcke, die sind einfach durchsichtig, aber lassen nichts durch. Und dann sieht das Ganze so aus. Und auch das funktioniert. Und diesmal stellen wir hier sogar den Barrier Block mal aus. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier Redstone drauf gebe, da wird mein Redstone ausgestellt. Da wird mein Barrier Block ausgestellt. Wichtig ist, dass halt hier vorne dieser Block ist. Würden diese beiden Blöcke hier vorne nicht sein, also so, dann würde folgendes passieren. Jetzt erstmal hier die Barrier Blöcke wieder reintun. Achtung, ihr seht, was passiert. Dann würde das Item über die Grenze hinausgeschossen werden. Also es muss auf jeden Fall hier etwas sein, dass das Item auch auf diesem Trichter liegen bleibt, weil es ansonsten nicht funktionieren würde. So, und nun verbinden wir das mit unserer Apparatur, die wir hier haben. Und die Apparatur macht Folgendes, die zählt ja eine Zeit. Wir haben ja schon gesagt, das dauert ganz schön lange, bis diese Apparatur etwas gemacht hat. Und ich beschleunige diesen Prozess jetzt wieder, indem ich mal kurz wieder ein paar Items hier rausnehme. So, die Apparatur hier macht ja immer mal wieder dieses Signal kurz aus und wieder an. Und genau das benötigen wir hier, um die Items quasi zu reflashen. Das heißt, immer wenn einmal alle Items von dem Eintrichter nach dahin gelaufen sind und wieder zurückgelaufen sind, geht das Signal einmal kurz aus und an. So, ich habe das jetzt beschleunigt. Ihr seht ja jetzt in den Trichtern drin, sind ja sehr wenig Items. Aktuell drin sind nur äh, 20 Items oder 21 Items. So, und alle 21 Items hin und her ne, werden dann also quasi alle. 21 plus 21, 42, also alle 42 Items, die in den Trichtern sind, geht dieses Redstone-Sicker einmal aus und wieder an, und dadurch werden die Items hier quasi erneut hingeworfen. So, und wenn ihr das ganze Ding jetzt voll macht, dann sind das, ist das zwar ein paar Minuten Zeit, die da vergehen, aber die Zeit ist kleiner als fünf Minuten. Das heißt, noch bevor die fünf Minuten um sind und dieses Item verschwindet, wird es einmal eingesaugt und erneut hingeworfen. Und wenn ihr den Schalter hier umlegt, schaltet sich diese ganze Apparatur nach einiger Zeit dann quasi aus. Das ist halt noch die Kleinigkeit, die ihr vielleicht dann noch anpassen solltet, denn ich würde diesen Schalter nicht hier hin tun, denn ihr seht, sobald sich diese Apparatur ausschaltet, dann bleiben die Items dort liegen. Aber auch das Problem ließe sich lösen, indem ihr folgendes macht. Ihr setzt jetzt nochmal hier einen kleinen Mechanismus, weiteren Mechanismus dran mit einem äh, Kolben, den ihr so packt und das Ganze mit dem Schalter verbindet, dass jedes Mal, wenn der Schalter umgelegt wird, auch automatisch hier dieses Redstone-Kabel ausgeht. Ihr seht, wenn ich jetzt den Schalter wieder umlege, dann geht das Redstone-Kabel an. So, und jetzt blinkt es dann immer mal wieder. Wir gucken mal, dass es funktioniert. Ne? Es blinkt nach einer Zeit. Warten, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Und. Und, 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 und. Jetzt gleich, 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 oder? Wie viele Items? Da! Ja, ihr habt es gesehen. Es hat geblinkt. Die Items wurden erneut hingeworfen. So, und wenn ich den Schalter jetzt umlege und das ausschalte, dann schaltet sich diese Apparatur aus und der Block hier wird zur Seite geschoben, wodurch sich dieses Redstone-Signal ausschaltet und diese ganze Apparatur schaltet sich aus. So, zu guter Letzt noch, wofür kann man das Ganze verwenden? Beispielsweise im Redstone-Bunker. Natürlich, alle diese Mechanismen, die ich hier euch vorführe, kommen ja auch irgendwie im Redstone-Bunker vor. Hier habe ich einen Supermarkt und der Supermarkt ist so gebaut, dass wenn ich nun den Supermarkt betrete, schalte ich diese Apparatur, die wir gerade gebaut haben, und ihr seht, es wird einmal hier angezeigt, Eier sozusagen, dass man auch sieht, was für ein Produkt man im Supermarkt kaufen kann. Eier und da hinten bei der Fleischsteke sieht man das Fleisch ausgestellt. Man sieht hier Chickenfleisch, Steak und Schweinefleisch. Also alles ist hier ausgestellt. Und das Ganze läuft mit genau der gleichen Apparatur. Hier sieht sie nur noch nicht so schön aus, denn ich hatte mich mal ein paar Stunden hingesetzt und überlegt, wie man diese Apparatur ein bisschen kleiner machen kann, ein bisschen kompakter machen kann, so dass es auf diese Größe passt. Und diese Apparatur hat noch einen Vorteil. Sie ist nur einen Block hoch. Und weil sie ein Block hoch ist, könnt ihr sie ganz, ganz, ganz einfach in den Boden einbauen. So, und das hier ist quasi euer Eingangssignal. Mit dem hier könnt ihr quasi diese Apparatur steuern. Mit dem hier könnt ihr quasi sagen: nur wenn der Schalter umgelegt ist, beziehungsweise also wenn der Schalter nicht umgelegt ist, also wenn der Schalter umgelegt ist, schaltet sich diese Apparatur aus. Es kann ja sein, dass ihr sagt, so ja, man kann das steuern, ne? Items sollen nicht mehr angezeigt werden, items sollen angezeigt werden, items sollen nicht mehr angezeigt werden. Das könnt ihr jetzt ja so steuern, wie ihr lustig seid. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial helfen und sage an der Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao.